Hallo ihr Lieben zu einem neuen Lesevlog. Ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder mit zu ein paar Büchern, die ich lese. Und zwar habe ich mich für ein paar Neuerscheinungen entschieden, die ich jetzt lesen möchte. Und wir fangen mit einem Buch an. Das ist zwar im September erschienen, aber ist für mich immer noch eine Neuerscheinung. Wir haben jetzt gerade Anfang Februar. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vlog laufen wird. Und zwar fange ich oder habe ich schon angefangen mit Ever and After oder doch Ever and After von Stella Tuck. Das ist der erste Band einer Dilogie. Hat übrigens auch einen wunderschönen Farbschnitt. Wie gesagt, ich habe ja schon Markierungen drin, weil ich schon angefangen habe. Und zwar geht es hier um Rain White und sie stammt von der Familie von Schneewittchen ab und muss zu ihrem 18. Geburtstag einen schlafenden Prinzen küssen. Doch damit löst sie eine Katastrophe aus, denn sie weckt nicht nur den Prinzen, sondern auch einen uralten Fluch. Und um die Märchenfamilien vor dem Untergang zu retten, muss sie sich 7 Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz ihre größte Schwachstelle ist. Ist auf jeden Fall ein Urban Fantasy Buch und ich habe jetzt angefangen und bin auf Seite 152. Dieses Buch hat relativ viele Seiten, also es hat fast 600 Seiten. Und bis jetzt mag ich es ganz gerne. Das Einzige, was mich jetzt schon wieder genervt hat, ist, dass hinten auf dem Klappentext und auch hier drinnen in dem Klappentext halt was steht, was passiert. Aber bis zu diesem Punkt dauert es wieder ewig, bis man da überhaupt hingekommen ist. Also ich bin, wie gesagt, jetzt auf Seite 152 und jetzt ist das eingetreten, was hinten drauf steht. Bis dahin hat es jetzt ein bisschen gedauert. Es gab so ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, warum wird das jetzt so ausgeschweift? Weil ich weiß ja, dass das, was dort in den ersten 150 Seiten passiert ist, nicht eintreten wird, weil man ja hinten schon einiges drauf liest. Versteht ihr, was ich meine? Das war so ein bisschen, man hat jetzt irgendwie versucht zu sagen, nein, obwohl man weiß, ja, es passiert. Also es ist so, ich kann es gerade ein bisschen schlecht erklären. Das mag ich immer nicht so gerne, weil dann finde ich immer den Anfang so ein bisschen sinnlos, wenn er dann so ausführlich geschrieben wird, obwohl ich ja weiß, dass das da nicht eintritt, was dort so geschrieben wurde. Aber wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo das passiert ist. Mit dem Kuss und mit dem Fluch. Und jetzt bin ich richtig gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Trotz dessen muss ich aber sagen, es hat mich nicht gelangweilt bis jetzt. Also ich bin wirklich voll dabei und habe immer das Bedürfnis, weiterlesen zu wollen. Gestern habe ich es leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich gestern noch ein ganzes Stück lesen, aber ich habe es gestern gar nicht geschafft zu lesen. Deswegen hoffe ich, ich komme heute sehr weit. Und deswegen würde ich sagen, könnt ihr mich gerne begleiten, wie ich dieses Buch lese. Und ja, es ist, wie gesagt, eine Dilogie. Der zweite Band kommt im November raus. Deswegen mache ich mir ja ordentlich Markierungen, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Kleines Leseupdate, denn ich bin in den letzten Tagen nicht viel zum Lesen gekommen, nur gestern. Bin jetzt aber mittlerweile auf Seite 400 und habe noch ungefähr 170 Seiten, dann bin ich durch. Und dieses Buch ist echt irgendwie eine Hassliebe. Also ich mag es ganz gerne, die Geschichte ist auch ganz cool, aber trotzdem an sich, es passiert halt nicht so viel. Also wenn dann mal was passiert, dann zieht sich das sehr lang, meiner Meinung nach. Trotzdem ist es aber nicht langweilig. Aber was mich irgendwie stört ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob es sehr vorhersehbar ist. Also ich kann ja jetzt natürlich nichts sagen, ohne zu spoilern, aber es gibt so eine Sache, wo ich gespannt bin, ob es am Ende so ist. Und falls ja, dann fand ich es sehr, sehr vorhersehbar. Dann fand ich es irgendwie echt blöd. Und dann ist auch noch so eine Sache gewesen. Es geht ja hier auch, wie gesagt, um diese Märchennachfahren. Und dann kam so ein Märchen auf.
Und als man dann das kurz so gelesen hat, also als die das quasi in diesem Buch gelesen haben und man diese Geschichte gelesen hat, war ich so, es ist doch so offensichtlich, wer diese Person in diesem Märchen ist. Das wurde aber überhaupt nicht angeschnitten. Also so nach dem Motto, die ganzen Personen wüssten nicht, auf wen sich dieses Märchen bezieht. Das fand ich so irgendwie so richtig komisch, weil man ist doch nicht doof. Also man konnte das doch zusammensetzen und wusste sofort, auf wen dieses Märchen bezogen ist. Aber das stand überhaupt nicht so zur Debatte, dass das irgendwie den Personen aufgefallen ist. Das fand ich ganz, ganz komisch und das hat mich voll genervt und das ist jetzt auch nicht nochmal zur Sprache gekommen. Also irgendwie ein bisschen eigenartig. Kann man halt irgendwie schlecht erklären, ohne zu spoilern. Trotzdem, ich mag's. Ich mag's trotzdem. Ich sag ja, es ist irgendwie eine Hassliebe. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich habe auch, wie gesagt, einiges markiert, was wichtig ist, damit ich nichts vergesse für den zweiten Band. Aber ich möchte heute auf jeden Fall das Buch noch beenden. Man kommt halt trotzdem sehr schnell durch, muss ich sagen. Auch wenn ich dann nicht wirklich Zeit hatte, habe ich trotzdem einige Seiten dann immer geschafft und freue mich aber jetzt trotzdem weiterzulesen. Mit dem letzten Kapitel habe ich jetzt nicht gerechnet. Mein Kopf zerspringt gerade. Ich melde mich später. Ich muss einmal verarbeiten, was ich gerade gelesen habe. Ich nehme fast alles zurück, was ich gesagt habe, okay? Ich habe das Buch jetzt beendet und mal eine Weile drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, das war teilweise ein sehr cleverer Schachzug von der Autorin, was sie da geschrieben hat und in welche Richtungen sie uns geleitet hat. Aber ich muss sagen, mir hat es wirklich gut gefallen. Es war jetzt kein absolutes Jahreshighlight, aber es war schon nah dran, sage ich mal. Also das letzte Kapitel hat mich dann doch verwirrt und irritiert und damit habe ich dann doch nicht gerechnet. Ich meine, ich hatte so eine kleine Ahnung irgendwie, aber wie es dann aufgeklärt wurde, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Deswegen, ja, bin ich jetzt gespannt auf den zweiten Band, der erscheint, soweit ich weiß, im November. Und bin gespannt, was uns dann dort erwartet. Also, ja, hat mir gut gefallen. Trotzdem muss ich sagen, es waren jetzt wirklich fast 570 Seiten. Fand ich ein bisschen zu lang. Also einiges hätte man wirklich kürzen können. Das hätte man nicht so ausschweifen müssen. Also so manche Sachen, die halt passiert sind, wurden halt sehr, sehr, sehr lang beschrieben. Sehr ausführlich, sehr und ging halt wirklich sehr lange. Also da hätte man vielleicht doch ein bisschen was kürzen können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten der zweite Band hat. Aber ja, kommt man trotzdem durch, es langweilt einen trotzdem nicht. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt das nächste Buch raus. Ich werde mir jetzt erstmal meine ganzen Notizen aufschreiben, damit ich nichts vergesse. Es sind ja einige geworden. Ich muss auch am Ende noch was dann markieren, am besten das komplette Kapitel. Und ja, dann haben wir das jetzt erstmal gelesen. Nachdem 2 Monate mittlerweile vergangen sind, führe ich diesen Lesevlog mal weiter, denn ich habe ein neues Buch, was ich unbedingt lesen möchte. Und zwar dieses hier von Jennifer Alice Jager, School of Myth and Magic. Das ist der erste Band einer Dilogie und dieser ist im März erschienen. Und ich habe jetzt richtig, richtig Bock da drauf. Der hat einmal einen Farbschnitt, der sieht so aus. Der ist dann mit dem zweiten vervollständigt quasi. Und wir haben hier hinten auch noch eine Charakterkarte drinne. Und zwar sieht die so aus. Und hier geht es darum, dass Devin von ihrer Großmutter immer eingetrichtert bekommen hat, dass Nixen böse sind. Und an einem warmen Sommertag zieht sie ihren Schwarm zu weit ins Wasser und befördert ihn damit ins Krankenhaus. Und
Daraufhin bemerkt sie, dass in ihr irgendwie doch Nixenkräfte schlummern. Und um das eben zu kontrollieren, soll sie auf die besagte Schule gehen. Und dort sind dann eben Hexen, Drachen, Vampire und auch ein Faun. Dort gerät sie in ein Netz aus gefährlichen Geheimnissen, denn irgendjemand oder irgendetwas ist ihr an die Schule gefolgt. Finde ich, klingt richtig interessant. Ich hoffe mal, dass es so Art Urban Fantasy ist. Also nicht High Fantasy, glaube ich eher nicht. Aber diese Schule, ich habe von der Autorin schon die Reihe Emily Seymour gelesen. Ich weiß gar nicht, ist die hier hinten, die ist hinter dieser Charakterkarte hier drauf. Diese Reihe habe ich von ihr gelesen, mochte ich sehr, sehr gerne. Und da wurde diese Schule einmal erwähnt. Deswegen finde ich das so lustig. Deswegen bin ich jetzt gespannt, freue mich drauf. Ich werde damit heute beginnen. Mal schauen, wie weit ich kommen werde. Das Buch hat 435 Seiten. Sieht gar nicht so dick aus, aber ja. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus einfach. Und ich freue mich jetzt hier drauf. Ich habe jetzt die ersten 100 Seiten gelesen und wir sind jetzt angekommen, dass Devin in die Schule gekommen ist und jetzt in ihr Zimmer eingezogen ist. Das heißt, bis jetzt ist noch nicht sehr viel passiert. Man hat schon ein paar Schüler kennengelernt, aber ich hoffe, dass es jetzt richtig losgeht, wenn sie dort angekommen ist. Das Lustige ist übrigens auch, es hat wirklich Parallelen mit der Reihe Emily Seymour, die auch von der Autorin ist, wie vorhin schon gesagt. Denn hier kam am Anfang jemand vor, wo ich mir die ganze Zeit so dachte, dieser Name kommt mir so bekannt vor. Und dann auf einmal ging es um ein Thema und ich war so, warte mal, der kam doch auch in der Reihe vor. Und dann musste ich nochmal nachgucken und jemand, der auch einen wichtigen Part in dieser Emily Seymour-Reihe hatte, hat auch hier einen wichtigen Part. Also ich finde es sehr, sehr lustig oder sehr cool, wie die Autorin das jetzt verbindet, weil wie gesagt, die Schule hatte ja auch in der anderen Reihe schon einen kurzen Auftritt und ich finde es jetzt cool, dass auch noch ein Protagonist damit eingebaut wird. Bin mal gespannt, ob es noch mehr Parallelen geben wird. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, jetzt würde ich weiterlesen. Oh mein Gott, dieses Ende. Ich komme gerade absolut nicht klar. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Was habe ich hier gerade gelesen für ein Ende? Warum ist jetzt zu Ende? Zum Glück dauert es nicht so lange, bis der zweite kommt. Ja. Ich melde mich wieder, wenn ich das verdaut habe. Währenddessen ich das Ende jetzt erstmal verdaut habe, kurzes Update. Ich habe das Buch natürlich beendet und muss sagen, ich mochte es ganz gerne. Es war ganz gut. Trotzdem hat es mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also, es war ganz spannend. Es ist halt eine Urban Fantasy-Geschichte. Aber irgendwie fand ich, es war so ein bisschen sehr klischeehaft. So, es war so typisch. Ich habe irgendwie schon so viele Bücher gelesen, wo das immer gleich ist. Es kommt jemand an irgendeine neue Schule oder an so ein Internat. Hat keine Ahnung von irgendwas, wird nicht aufgeklärt deswegen, wird dann ausgegrenzt und ja, irgendwie ist es wirklich irgendwie dasselbe. Man kann wirklich die Schablone drauflegen. Aber trotzdem war es ein gutes Buch. Ich habe mir sehr viel markiert, damit ich für den zweiten Band nichts vergesse. Der kommt auch schon bald, tatsächlich, und freue mich drauf. Trotzdem war ich jetzt nicht so, dass ich gelangweilt war. Also ich wollte immer weiterlesen und wissen, wie es endet und wie es weitergeht. Deswegen war ein Durchschnittsbuch, war ganz cool. Aber wie gesagt, Spannung war jetzt nicht so krass.